Ich habe gerade eine sehr wichtige Nachricht bekommen. Ich werde gleich erklären, warum diese Nachricht so wichtig ist. Und zwar, das Heiligtum Fatima sendet eine Pilgerstatue, eine Kopie der Pilgerstatue von Fatima in die Ukraine. Ich zeige hier ein Foto, damit Sie sehen, worum es geht. Also das ist hier praktisch, da wird die Statue vorbereitet. Sie sehen hier, das ist die Statue, die immer in Fatima ist, im Wallfahrtsort. Ja, und hier wird sie vorbereitet, also das ist sozusagen die Entsendung quasi, ja. Es geht um eine Kopie dieser Statue. Ja, das ist diese sogenannte Pilgerstatue von Fatima. Ich zeige Ihnen etwas, ein größeres Bild. Ob mal sehen, ob es sieht. Das ist das größere Bild. Also ist es eine Kopie dieser Statue. Ja, das ist die bekannteste Statue, das ist die sogenannte Pilgermadonna von Fatima. Und ich erkläre jetzt eigentlich auch, warum das so wichtig ist. Denn einige Leute, die sich in diesem Kanal, sozusagen diesen Kanal besuchen, sind nicht besonders bewandert eigentlich mit diesen Dingen. Und einige scheinen auch Atheisten zu sein. Und für diese Leute möchte ich das erklären. Erstens ist natürlich der Besuch einer Fatima-Statue für die Menschen in der Ukraine, die jetzt gerade wegen des Krieges leiden, eine große spirituelle Unterstützung logischerweise. Aber es hat eine andere Dimension, es hat auch andere Gründe, die diese Besuch der Pilgerstätte von Fatima wichtig machen. Erstens, die religiöse Dimension des Konflikts in der Ukraine wird dadurch bestärkt, auch in der Öffentlichkeit. Es wird betont. Es geht ja nicht hier rein um territoriale Ansprüche Russlands gegenüber der Ukraine oder die Grenzziehung etc. Das Ganze hat eine ganz deutlich religiöse Bedeutung, ja, wie das die Russen selber sagen. Und der dritte Punkt ist, dadurch kommt die Mutter Gottes von Fatima, beziehungsweise die Fatima-Botschaft, immer stärker in das Zentrum des Geschehens in der Ukraine. Ja, und das ist wichtig, denn die Mutter Gottes hat gesagt, dass Russland ihr Irrtümer verbreiten würde. Sie hat um die Weihe Russlands gebeten. Und sie hat eindeutig, wie gesagt, sie hat über diese Verbreitung der Irrtümer Russlands gesprochen. Ja, und außerdem hat sie einen ganz klaren Bezug zwischen Krieg und den Sünden der Menschheit hergestellt. Und dafür sei Gebet und Sühne notwendig. Das ist auch der Grund, warum in diesem Kanal mehrmals auf Aktionen hingewiesen wurde, die genau das bitten. Gebete für die Ukraine, Gebete, damit Russland dem unbefleckten Herzen Maria geweiht wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.